Oh, wollt ihr etwa an den Strand? Das ist ja großartig. Und was habt ihr dabei? Einen Sonnenschirm. Ein Badetuch. Sonnencreme. Schwimmflügel. Sandspielzeug. Ein Gummitier? Prima! Ihr habt auf jeden Fall alles dabei, was man für einen lustigen Tag am Strand braucht. Brokkoli? Einen Heizkörper? Einen Mantel? Groovy! Diese Sachen brauchst du am Strand doch gar nicht. Warte, Groovy. Zuerst solltest du dich eincremen. Du willst doch keinen Sonnenbrand bekommen, oder? Schau, so wie Phoebe. Oh, das macht bestimmt Spaß. Was ist das denn? Ein Haifisch? Oh, zum Glück nur ein Delfin. Delfine sind sehr freundliche Tiere. Warum spielt er nicht mit ihm? Ich glaube, da ruft euch jemand zu. Was für ein schöner Tag, um eine Sandburg zu bauen. Wow, das ist ein schöner roter Schmetterling. Pass auf, Groovy. Oh, Groovy, du hast Phoebes Burg zerquetscht. Dabei war sie so schön. Phoebe, nicht ärgern. Das war bloß ein Unfall. Warum bauen wir nicht eine super Sandburg? Eine, die noch schöner und viel größer ist. Paps, erstellst du einen Bauplan für uns? Schaut, so wird unsere Burg aussehen. Ist das nicht cool? Die wird ganz schön groß, aber eigentlich besteht sie nur aus drei einfachen Figuren. Der Unterbau ist ein Rechteck. Es hat vier Seiten, zwei kurze und zwei lange. Die Türme sind quadratisch mit vier gleich langen Seiten. Und die Dächer sind dreieckig, denn sie haben nur drei Seiten. Groovy, Phoebe, habt ihr Lust, diese Burg zu bauen? Auf geht's! Laut Pops Plan ist das Erste, was gebaut wird, ein großes Rechteck. Welche dieser Formen ist das Rechteck? Kinder, könnt ihr Phoebe und Groovy helfen? Sehr gut, Kinder, das ist ein Rechteck. Das Spielzeug-Feuerwehrauto ist auch rechteckig. Laut Pops brauchen wir jetzt Quadrate. Welche dieser Formen ist das Quadrat? Kinder, wollt ihr uns helfen? Gut gemacht, Kinder. Das ist ein Quadrat. Würfel sind übrigens auch quadratisch. Jetzt ist es einfach. Es ist nur noch eine Form übrig. Und zwar das Dreieck. Dreiecke sehen aus wie die Musikinstrumente, die man Triangel nennt. Daran kann man sich leicht erinnern, hm? Toll! Die Super Sandburg ist fertig.
Groovy, bitte hör auf, so schräg zu spielen. Sonst fängt es noch an zu regnen. Oh oh, gleich regnet es. Nicht, dass unser Schloss kaputt geht. Wir müssen was unternehmen. Ich weiß was. Groovy kann uns helfen. In was könnte sich Groovy verwandeln, um die Burg zu retten? In eine Sparbüchse? Ein Stoppschild? Oder in einen Pavio? Genau, Groovy muss sich in einen Pavio verwandeln, um die Burg zu retten. Super, Groovy, du hast die Sandburg gerettet. Und Phoebe und Pop sind auch nicht nass geworden. Wiedersehen, ihr Wölkchen. Ups, jetzt seid ihr doch nass geworden. Groovy. Kinder, bauen wir weiter Burgen mit den Formen? Super! Kinder, helft ihr uns, jedes Spielzeug mit seiner Form zu verbinden? Welche Form gehört zu diesem Laster? Ein Rechteck. Gut. Was ist mit diesen Würfeln? Ein Quadrat. Prima. Und das Dreieck? Das ist einfach, oder? Das Musikinstrument, die Triangel. Nein, Groovy, nicht schon wieder. Bitte. Aber jemand Spaß. Ihr seid ein tolles Team. Puh, es ist echt warm. Wollen wir ins Wasser? Oh nein, die Wellen sind so hoch, das ist sogar mit Schwimmflügeln zu gefährlich. Ich weiß was. Wisst ihr, was lustig wäre? Einen Pool am Strand zu bauen. Das ist ganz einfach. Wir müssen nur ein Loch graben und es mit Wasser befüllen. Genau so. Zuerst müssen wir ein tiefes Loch graben. Genau, dann füllen wir es mit Wasser. Wenn du alles verspritzt, musst du es nochmal befüllen. Viel Spaß, ihr drei! Was für ein schöner Tag, um am Strand zu spielen. Nicht Groovy. Du darfst nicht einfach Müll auf den Strand werfen. Auch wenn es nicht deiner ist. Er gehört in den Mülleimer. Thank you.
Oh je, der ganze Strand ist voller Müll. Das können wir nicht dulden, Kinder. Wir müssen etwas unternehmen, nicht wahr, Paps? Die Erde ist in Gefahr, weil sie die Erwachsenen dauernd verschmutzen. Müll darf man nicht einfach irgendwo hinwerfen, sondern in einen Müllcontainer. Außerdem müssen wir den Müll richtig trennen und recyceln. Grüne Flaschen kommen in den grünen Container, blaue Flaschen in den blauen und rote in den roten Container. Kommt, Kinder, helft alle mit! In welchen Container gehören diese Flaschen? Sehr gut, Phoebe. Gut gemacht. Die blaue Flasche kommt in den blauen Container. Nein, Groovy. Die rote Flasche gehört nicht in den blauen Container. In welchen gehört sie, Kinder? Genau, in den roten Container. Ich habe eine Idee, wie wir den Strand sauber machen können. Lasst uns ein Spiel daraus machen. Schauen wir mal, wer die Flaschen schneller wegräumen kann. Phoebe oder Groovy? Nehmt ihr die Herausforderung an? Das Spiel ist ganz einfach. In jedem Feld sind 5 Flaschen. Phoebe und Groovy müssen sie aufsammeln und in den richtigen Container werfen. Verstanden? Auf die Plätze! Fertig! Los! Beide Spieler ergattern eine Flasche. Phoebe landet ihren ersten Treffer, aber Groovy hat nicht aufgepasst. Oh nein, er muss sie wieder aufheben. Phoebe geht in Führung und liegt vor Groovy, der seine Flasche inzwischen richtig eingeworfen hat. Phoebe schnappt sich ihre dritte Flasche. Groovy ist erst bei der zweiten. Das Spiel scheint entschieden zu sein. Phoebe wird gewinnen, wenn sich Groovy nichts einfallen lässt. Das gibt's doch nicht! Groovy verwandelt sich in einen Tintenfisch und holt auf. Das Spiel ist noch nicht entschieden. Ein wahres Kopf-an-Kopf-Rennen. Beide Spieler werfen ihre letzte Flasche ein. Und das Ergebnis ist... unentschieden! Eigentlich haben wir alle gewonnen, denn der Strand ist blitzeblank. Vielen Dank, Kinder. Oh, eine Riesenwelle. Was ist das denn? Die Welle hat wieder lauter Flaschen an den Strand gespült. Kinder, wir haben ein Problem, und zwar ein großes. Das Meer ist auch voller Müll. Wie können wir die ganzen Flaschen nur einsammeln? Fällt euch was ein? Ich weiß was. Groovy kann uns helfen. Kinder, in was könnte sich Groovy verwandeln, um das Meer zu säubern? In einen Bleistift? In ein Boot? Oder in einen Ball? Ja, genau. Groovy muss sich in ein Fischerboot verwandeln, um das Meer zu säubern. Los, Kinder, fischen wir die Flaschen aus dem Meer. Wow, der Strand sieht echt toll aus, jetzt wo er sauber ist. Jetzt können wir den Rest des Tages genießen. Gute Idee! Feiern wir unsere gute Tat mit einem kühlen Saft. Aber Kinder, wo gehören die leeren Flaschen hin? Genau, in den entsprechenden Müllcontainer. Sehr gut, ihr habt die Lektion gelernt. Müll muss getrennt und recycelt werden. Wow, euer Fruchteis sieht ja köstlich aus. Lecker. Phoebe hat 2 Kugeln Erdbeereis und Groovy 1, 2, 3, 4, 5 Kugeln unterschiedlicher Obstsorten. Du kleiner Vielfraß. Pass auf, Groovy.
Ah, verflixt und zugenäht. Groovy. Die Wellen sind nicht daran schuld. Groovy, das ist Phoebes Eis. Sie muss selbst entscheiden, ob sie dir etwas abgeben möchte oder auch nicht. Großartig, Phoebe. Unter Freunden teilt man immer gerne. Jetzt könnt ihr euch beide euer leckeres Fruchteis schmecken lassen. Mmh, yum. Und jetzt noch viel Spaß am Strand. Was für ein schöner Tag für einen Strandbesuch. Groovy, das Strandtuch steht dir ausgezeichnet. Es ist gut, dass ihr leichte Kleidung tragt. Im Sommer darf man sich nicht warm anziehen. Ihr wisst ja, in der warmen Jahreszeit kann es ganz schön heiß werden. Hm, die Kühlbox steht ziemlich nah am Meer. Was glaubt ihr, Kinder? Ist das ein guter Platz für die Kühlbox? Ihr wollt Strandtennis spielen? Super Idee! Groovy, kannst du spielen? Ganz sicher? Groovy, du musst den Ball mit dem Schläger treffen. Genau, mit dem Schläger. Los, du bist dran. Wunderbar, Groovy. Du hast den Dreh raus. Phoebe, du bekommst einen Sonnenbrand. Hast du dich nicht eingecremt? Phoebe, du musst dich immer mit Sonnencreme eincremen, damit du keinen Sonnenbrand bekommst. Und du auch, Groovy, obwohl deine Haut nicht so empfindlich ist. Paps, hilf mir zu erklären, wie man sich vor der Sonne schützen kann. Im Sommer scheint die Sonne sehr kräftig. Deshalb befolgt diese Tipps immer, wenn ihr an den Strand, ins Freibad oder in den Park geht, damit ihr euch keinen Sonnenbrand holt. Erstens, cremt euch mehrmals am Tag mit Sonnencreme ein. Zweitens, setzt euch einen Hut oder ein Cappy auf. Drittens, schützt eure Augen mit einer Sonnenbrille. Und viertens, haltet euch im Schatten auf, wenn die Sonne am höchsten steht. Zum Beispiel unter einem Sonnenschirm. Habt ihr alles verstanden? Sehr schön. Tragt überall Sonnencreme auf. So ist es richtig. Und jetzt braucht ihr etwas, um euren Kopf zu bedecken. Großartig. Und was fehlt noch, Kinder? Eine coole Sonnenbrille. Super, jetzt könnt ihr weiterspielen. Groovy, was ist denn? Oh weia, die Welle da hat unsere Kühlbox mit unseren Snacks weggespült. Oh, oh, das Meer zieht sie immer weiter nach draußen. Ich weiß, Groovy, in der Box sind unsere Lieblings-Sommersnacks. Ananas, Wassermelone, Nektarinen. Wir müssen sie uns zurückholen. Hm, was können wir nur tun? Ich weiß was, Groovy kann uns helfen. Kinder, in was könnte sich Groovy verwandeln, um die Kühlbox zurückzuergattern? In eine Kamera? In ein Tretboot? Oder in einen Strandball? Richtig, in ein Tretboot. Los, Phoebe. Du schaffst das.
Das machst du großartig. Fast da. Super. Achtung, eine Welle. Klasse, wir haben sie. Zurück zum Strand. Super, ihr habt es geschafft, Kinder. Zeit für ein Picknick. Unter dem Schirm bekommt ihr beim Picknicken keinen Sonnenbrand. Und frisches Obst ist der beste Snack zum Energietanken. Schmeckt's euch?